Kolleginnen und Kollegen, maritime Forschung hat in Kiel eine lange und eine erfolgreiche Tradition vorzuweisen. Über Jahrzehnte hinweg wurden hervorragende forschungstechnische Kompetenzen aufgebaut, die weit über unser Land hinaus geschätzt werden. Insofern ist es wichtig und richtig, dass das Thema maritime Forschung auf die Agenda des Landtags gesetzt wird, denn es ist etwas, was den echten Norden auch ausmacht. Ich möchte noch ein paar Sätze zur Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder verlieren. Auch die CAU, das wurde schon erwähnt, hat sich mit 3 Forschungsclustern hierum beworben. Positiv ist, dass auch 2 von 3 angenommen wurden. Das ist zum einen die Entzündungsforschung, die vorher schon exzellent gewesen ist und auch schon sehr renommiert ist. Und es ist das neu hinzugekommene ROOTS, was mehr im Hinblick auf Menschheitsgeschichte, Kultur und Umwelt forscht. Und wir sprechen hier insgesamt von einem finanziellen Fördervolumen von über 100 Millionen Euro, verteilt auf die nächsten 7 Jahre. Das bedeutet, dass über 100 Millionen Euro nach Schleswig-Holstein an Gelder gehen. Das allein wird schon einen hohen positiven, auch volkswirtschaftlichen Effekt haben und natürlich auch positiv für die Arbeitsplatzsituation in Schleswig-Holstein sein. Und eine Hochschule braucht mindestens 2 Exzellenzcluster, um im Wettbewerb als Exzellenzuniversität mitmachen zu können. Hoffen wir, dass dieser Schritt noch erfolgen wird. Im April wissen wir dort sicherlich mehr. Auf Initiative von Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ist die Anzahl förderungswürdiger Projekte kurzerhand erhöht worden. Das ist an sich eine gute Sache. Es sind jetzt 57 Cluster, die gefördert werden. Leider hatte man aber nicht auch die Gesamtfördersumme erhöht, sodass jedes einzelne Cluster nun mit etwas weniger Geld als vorher auskommen muss. Und hoffen wir mal, dass es keine Finanzierungslücken dadurch im Laufe der Jahre geben wird. Am tragischsten ist es aber aus schleswig-holsteinischer Perspektive, dass bei dieser Förderrunde die 3. Bewerbung um Future Ocean doch, ich finde, sehr unerwartet leer ausgegangen ist. Denn in Zusammenarbeit mit den GEOMAR wird hier international auf höchstem Niveau und ebenso international anerkannt Spitzenmeeresforschung betrieben. Und das auch schon seit Langem. GEOMAR hier gegenüber kooperiert mit Kieler Schulen. Ein toller Ansatz, um naturwissenschaftliche Berufe jungen Menschen näher zu bringen. Und ich bin immer noch ein bisschen stolz, dass ich damals als Schüler im Rahmen eines Bio-Leistungskurses am Gymnasium Wellingdorf auch auf dem Kieler Ostufer beim inhaltlichen Vorgängerprojekt von Future Ocean namens Aquashift mitwirken durfte. Dieses Projekt, der Vorgänger, untersuchte die zeitliche Verschiebung der Algenblüte durch Wassererwärmung mit fatalen Auswirkungen für die Nahrungssituation der Fischbrut. Seit kurzem ist nun bekannt, dass dies einer der Gründe ist, warum der Heringsbestand in der Ostsee Probleme hat und die EU die Fangquoten hier deutlich reduziert hat. Meeresforschung wird weltweit mit Kiel, der Christian-Albrechts-Universität und GEOMAR in Verbindung gebracht. Wir müssen uns daher stark machen, dass das so bleibt, auch ohne Förderung aus dem Exzellenzcluster. Denn was macht der Klimawandel mit dem Meer? Die Polkappen schmelzen, der Salzgehalt sinkt, Wassermassen vermischen sich anders oder nicht mehr. Höhere Temperaturen erhöhen auch das Wasservolumen, wodurch der Meeresspiegel steigt. Auf der anderen Seite ist das Meer aber auch ein Puffer für den Klimawandel, da das Meer besonders viel atmosphärischen CO2 bindet. Aber auch das hat Grenzen und das kann zu Übersauerung führen, wodurch Kieselalgen, Muscheln und weitere ihre Schale nicht mehr ausprägen können. Damit gibt es die konkrete Gefahr, dass die Nahrungskette unten am Beginn ausfällt. Was das für verheerende Auswirkungen für alle, am Ende auch für den Menschen hat, das braucht keine weitere Erläuterung. Und genau das, was ich gerade erwähnt habe, das sind Fragen und das sind Problemlagen für unsere Zukunft, die dort drüben und da hinten auch am GEOMAR und an der Uni Kiel geforscht werden. Und dieses Wissen hierüber, das muss gemehrt werden und es muss verbreitet und veröffentlicht werden. Und daher ist es wichtig, dass wir die Ärmel hochkrempeln und uns für eine deutsche Allianz für Meeresforschung einsetzen. Ich hoffe, dass wir damit Erfolg haben werden und hoffe auch für ein breites Votum für diesen Antrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus